Wer ist das? Als nächstes haben wir hier einige Aktive aus verschiedenen Bereichen da, die zeigen, dass der Protest nicht nur bei Bauern ist, sondern dass er auch in der Stadt angekommen ist, dass er bei jungen Menschen angekommen ist und dass nicht nur Landwirte damit aktiv sind. Also, wir bitten die nächste Runde auf die Bühne. Das wäre Julia Bartal, Florian Schmied und Nadja. Kommt ihr mal nach vorne. Warum bin ich hier auf der Demo? Ich glaube, es ist relativ klar, wir wollen eine andere Agrarpolitik, wir wollen eine andere Landwirtschaft. Also wir als Betrieb sind ein vielfältiger Betrieb, genau, verschiedene Gemüsekulturen, Bienen, Pferdearbeit, viele, viele Menschen. Und wir wollen so eine Art von Landwirtschaft machen, wir wollen nachhaltige Landwirtschaft machen und wir wollen, brauchen dafür zum Beispiel Zugang zu Land. Hier in Ostdeutschland wird der Ausverkauf der Flächen betrieben. Wir haben jetzt gerade als Betrieb 3 Jahre Kampf hinter uns, um die abonnierenden Flächen um uns herum zu bekommen. Und die Landvergabepolitik ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen, was uns daran hindert, die Landwirtschaft zu machen, die wir machen wollen. Eine Landwirtschaft, die den Tieren gerecht wird, der Umwelt gerecht wird und die uns auch als Arbeiterinnen gerecht wird. Dass wir natürlich im Via Campesina als globales Netzwerk engagiert sind und dass die Kämpfe, der Widerstandskampf, den wir hier lokal machen, ganz eng vernetzt ist mit den Widerstandskämpfen woanders. Ich bin letztes Jahr mehrere Male in Syrien gewesen und auch wenn man in den Ländern guckt, die von Krieg betroffen sind, dort sind die gleichen Konzerne und die gleichen Strukturen, nur mit sehr viel mehr Gewalt vertreten. Es ist Monsanto, die sich im Irak etablieren, es ist die Saatgutbank des Iraks, die aus Versehen kaputt gebombt wird, es ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die zerstört wird und die Konzerne, die gleichen Strukturen, die uns hier betreffen, sind dort aktiv, die Landwirtschaft zu vereinnahmen und nutzen die Vertreibung der Menschen und die Zerstörung der Infrastruktur ganz massiv aus. Vielen Dank, Julia Bartal, und vielen Dank für diesen Einsatz. Strahlkraft haben und zwar die sozusagen das Thema, naja, sagen wir mal ein bisschen in die Clubs oder in die auf städtische Szene gebracht haben. Nadja, du hast die Schnippeldisco erfunden? Genau. Was ist denn die Schnippeldisco? Wer war denn gestern bei der Schnippeldisco? Hey! Jawohl! Genau, war eine super Stimmung. Das ist ja ein Projekt, das geht eigentlich in die ganze Welt, oder? Und zwar schon im Garten der Eltern und dann von Küche zu Küche. Florian Klien ist aktiv und zwar in der Markthalle 9. Was machst du in der Markthalle 9 und was ist das überhaupt? Genau, also wir haben dort vor ca. 1,5 Jahren die Kantine 9 eröffnet und machen da eigentlich erstmal einen klassischen Mittagstisch. Mit dem Unterschied, dass wir genau das versuchen, was bei euch, oder umzusetzen versuchen, was bei euch gar nicht auf den Bannern steht. Nämlich, dass wir wieder Bezug dazu bekommen, das, was wir essen. Das ist nämlich das, was die Industrie und die Politik verpasst hat in den letzten Jahren, uns wieder ranzuführen, was Nahrung eigentlich bedeutet, damit wir die Wertschätzung können. Das ist uns verloren gegangen. Das versuchen wir einfach umzusetzen. Ja? Denn wir haben nämlich auch eine Agrarindustrie satt. Und es funktioniert. Es funktioniert. Ein Profikopf.
hier auch mit uns da. Wir können leider nicht alle heute hier auf die Bühne bringen, weil wir müssen pünktlich um 12 los. Deshalb auch gelbe und rote Karte. Ihr wisst es zu entschuldigen. Danke. Schön, dass ihr da seid. Den Protest unterstützt.